Hallihallo, Freunde der Interview 18, noch einmal hier. Wir sind zurück bei Deponia. Ich habe etwas herausgefunden. Und zwar, diese Notfallstation. Schaut mal, wir haben hier drei Möglichkeiten. Wir haben ja hier schließlich auch drei Farben. Zuerst war grün, jetzt blau und, passt auf, falsche Richtung. Ja. Feuerwehr, Polizei und Arzt. Das sind genau die drei, die der Doc uns mitgeteilt hatte, die er halt inne hat. Und ja, dann kann man sich hier noch ein bisschen umsehen. Das ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Hm. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ach ja? Feuerwehrleiter. Okay. Das Besthandschuhe. Okay. Klappe? Was ist das? Da ist ein Loch in der Plattform. Okay. Moment, ich will noch mal Polizei. Da ist jetzt Polizeifach, aha. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was ist das denn? Ach, eine Fußfessel. Dietrich? Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Ah ja. Fußfessel. Tja, und da oben sind die Handschellen. Wie komme ich da jetzt nun dran? Ich spare mir meine... Ja, das hatte ich schon ausprobiert. La 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 la. Was ist damit? Mit der Klappe? Okay, jetzt ist die Klappe weg. Natürlich, die Klappe ist weg. Jetzt ist sie wieder da. Hä? Oh, ich das verstehe nicht. Das verstehe nicht. Wo habe ich denn jetzt... Da. Achtung, er geht dahin, um mir zu sagen, dass es nicht geht. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch... Ja, toll. Und wie nehme ich jetzt die Sachen hier? Fußfessel mit Feuerlöscher benutzen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Feuerlöscher mit Fußfessel. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Nein, du sollst... Der ist so schwer, Min. Aber ich sag vielleicht vom... Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Moment. Was ist denn... Können wir die da wieder reintun? Er kann sie da wieder reintun. Und wenn wir jetzt... Moment. Was? Moment, damit habe ich jetzt aber mal gar nicht gerechnet. Wo ist denn jetzt die Fußfessel? Die ist da oben rausgekommen. Ach, natürlich, weil sich das Ding gedreht hat. Ah, ha, 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 ha. Okay. Ja, aber wir kommen immer noch nicht an den Dietrich. Tja, und da ist das Arztfach. Wo wir nicht drankommen. Hallo. Jetzt ist der da. Die Klappe ist weg. Was sagt er dazu? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ach du liebes bisschen. Was ist kein denn Gitter der Welt kann mich aufhalten. Was ist denn... Hat sich bewegt. Ja. Was ist denn, wenn wir... Moment. Moment, ich will nochmal den Feuerwehrbereich.
Was ist denn, wenn wir jetzt die Handschellen daran festmachen? Nein, 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 was machst du denn? Hä? Hirsjak! Ach, gucke an. Hirsjak. Okay, also das macht er nicht. Was ist mit dem Loch? Aha, und jetzt? Das Ding bewegt sich nämlich. Achtung! Ja, aber was habe ich jetzt davon? Jetzt habe ich da das Loch von der Feuerwehr. Bei der Polizei. Ah, Moment. Ich kann jetzt hier raus. Dann da raus. Und dann da wieder rein. Und schon komme ich an den Dietrich. Ja, sehr schön. Jetzt ist aber immer noch die Frage, bekomme ich die Handschellen wieder? So, dann wollen wir mal... Nein, nach unten, Rufus, so. Die Handschellen, nein, Klappe. Das ist die Klappe, die sich dann davor schiebt, genau. Da ist ein Loch in der Plattform. Ja gut, also die Handschellen sind nur dafür da gewesen. So, und wofür brauchen wir jetzt den Feuerlöscher? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Oh, halb so schlimm. Natürlich. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, natürlich, natürlich. Mir ist es gerade wie Schuppen von den... Guck mal da oben jetzt, habt ihr das gesehen? Da war der Inhalt des Medizinfachs. Und da müssten wir theoretischerweise, doch klar, mit dem Dietrich rankommen. Oh, ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Was noch? Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. War nicht schlecht. Ja, K.O., ey. Ach, habt ihr das gesehen? Das Fach ist wieder selbstständig zugegangen. So, hier raus und mit dem Dietrich... Müsste doch theoretisch, weil sie jetzt auch die Truck-Tür aufgeht. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Die Motorhaube. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Ah, und mir ist gerade auch etwas anderes eingefallen. Die Handschuhe, Freunde. Das müsste doch... Erinnert ihr euch noch an die... Genau, da wollte ich hin. An die Chilischote. Ich weiß noch nicht wofür, aber... Tja, sehr schön. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Okay. Hatten wir eigentlich schon... Moment. Den Apothekerschrank hatten wir, glaube ich, schon, oder? Trichter können wir nicht mitnehmen. Ja, den haben wir schon. Können wir vielleicht mit den Handschuhen... Wieso sind die Handschuhe denn jetzt... Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile... Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bis... Eieieiei. Roter Vorhang. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador in geheimer Mission. Aha. Was, Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Tja. Ich bin jetzt ein wenig ratlos. Wo könnte man jetzt noch hingehen? Wir haben da die Chilischot, da gibt's nichts mehr.
Wir haben hier unten in Wenzels kommen wir nicht weiter, Tonis Laden sowieso nicht, im Rathaus kommen wir nicht weiter und hier oben in der Gasse auch nicht. Tja, und sonst? Was ist das nochmal? Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll, Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Wir können mal versuchen, das Aufputschmittel Goal mal zu geben. Ich kürze das hier mal alles ab. Das. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Ach nee, das ist da fein. Ach nö. Oh. In einer Mühle könnte ich beide Sachen miteinander verrühren. In einer Mühle? Ich hab aber keine Mühle. Lachgas. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Tja. Das ist nicht das Wahre. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Auf der Spritze steht... Tja, also hier auch nicht. Hier vorne die Post. Ich sagte das. Ja, ja. Das. Halt! Zum Bürgermeister. So, was hat es nochmal mit diesen Sprengungen auf sich? Ja, rede. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Hallo nochmal. Hi, Rufus. Rufus. Genau. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengteil noch gleich? Nochmal wegen des Schlüssels, hast du eine Ahnung, wo ich... Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Hast du sowas? Batterien. Oh. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Bis bald. Tschö. Rufus. Rufus. Genau. okay. Was ist, wenn wir... Wenzels Haus. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ja, und genau an den Stellen, wo... Was ist, wenn ich jetzt... Ja, der... Liegt immer noch faul auf dem Sofa und hier hat sich nichts verändert. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Genau, und so herrlich, dass er eine Dusche mit einem Waschbecken verwechselt. Auch nicht schlecht. Tja, aufschweißen vielleicht? Das sitzt auch so schon fest genug. Nein. Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Oh.
Wenn ich ein Loch in das Rohr machen will, brauche ich anderes Werkzeug. Das ist... Zahnbohrer. Natürlich. Und nu? Nee. Okay. Wollen wir mal gucken. Und da tut sich nichts. Uah! So. Hier tut sich echt nichts. Kaminofen. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Würde ich dir sogar zutrauen, Rufus. Tja. Ich bin mit meinem Latein absolut am Ende, Freunde. Da geht's nicht weiter, die Wünscheroute. Reden wir doch mal mit Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Ja, ein und dieselbe Stimme. Ich will mein Erbe zurück, vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Ach, du liebe Zeit. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Hast du eine Idee, woher ich Aufputschmittel bekomme? Hast du Dr. Gizmo schon gefragt? Ich glaube sogar, er sagte sowas. Er hat bestimmt was in seiner Praxis. Gut, dass ich so ein phänomenales Gedächtnis habe. Sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch was erfinden. Träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Wie nett. Tja. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst, keine große Hilfe. Weil du klein bist. Bis später. Genau. Tschö, tschö. Ja, Freunde. Wie gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich mache jetzt wirklich Schluss für heute. Ich finde aber, dass wir zusammen heute schon viel herausgefunden haben und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und was wir sonst noch alles herausfinden werden. Also, bis dahin, NRW bei 18, adieu.